Der 27. Januar ist jedes Jahr Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Dazu hatten sich am Freitagvormittag auch in Schmölln die 11. und 12. Klässler des Roman-Herzog-Gymnasiums auf dem Marktplatz versammelt. Hier wurde zusammen mit Bürgermeisterin Katrin Lorenz eine Gedenkplatte eingeweiht, die an die verfolgten und ermordeten Menschen im Dritten Reich erinnern soll. Die Anregung dazu, Geschichte auf diese Weise zu erhalten, kam von der Abiturientin Sophie Schönhoff, die sich 2011 in einer Seminarfacharbeit mit dem Thema auseinandersetzte. Eine 30 x 40 cm große Bronzegussplatte gleich neben dem Marktbrunnen nimmt den Betrachter nun mit in den November 1940. Es geht um Zwangsarbeit und drei Bürgerinnen der Stadt. Die drei Schmörner Frauen, die haben den Zwangsarbeitern aus Polen geholfen. Sie haben denen eben Nahrung gegeben und Trinken und je nachdem. Und es war aber dann so, dass ihnen vorgeworfen wurde, dass sie eine Affäre hatten mit den Polen. Sie wurden dann von irgendwelchen Nachbarn, auch Schmölnern eben angezeigt, wurden dann eben von der Straße weggenommen, wurden verhaftet und sind dann hier ein paar Tage später auf den Schmölner Markt gekommen und ja, da wurden denen dann die Haare geschoren, sie wurden bespuckt, die wurden geschlagen und dann wurden sie halt ins Konzentrationslager nach Ravensbrück eingeliefert. Die Polen, die wurden sofort hingerichtet, aus unerfindlichen Gründen, es wurde denen halt vorgeworfen. Ja, und daran möchte ich halt erinnern, dass das passiert ist und dass man das nicht vergessen darf. Um die Gräueltaten der Nazis in mahnender Erinnerung zu halten, fanden auch in vielen anderen Städten Gedenkfeiern statt. Mit einer Kranzniederlegung im Küchengarten gedachte man in Gera der Opfer der 12 Jahre dauernden Gewaltherrschaft unter dem Hakenkreuz. Mit dem Wachhalten der Geschehnisse im Dritten Reich auch für kommende Generationen setzt man damit immer wieder klare Zeichen, die sagen, nie wieder.